Hallo Franz. Hallo Verena, was darf ich tun für dich? Am Wochenende kommen meine Eltern zu Besuch und ich habe mir gedacht, ich mache so einen richtig knusprigen Schweinsbraten. Was kannst du da empfehlen? Da haben wir ein ganz schönes Stückchen da, ein Jungschweinskarree. Ist das vom Ferkel? Nein, das ist nur der Name, das ist, weil das Schwarterl noch oben ist, dass dann nachher so knusprig wird. Und außerdem ist das vom Weinviertler Strohschwein. Was heißt das? Das zeichnet sich aus durch die spezielle Fütterung und Haltung. Das heißt, die leben in ganz großen Stallungen mit Freilauf und haben irrsinnig viel Stroh drinnen und bekommen das Futter nur vom Hof und das ohne Maiszusatz. Was hat das dann für Auswirkungen auf den Geschmack? Es zeichnet sich deswegen aus, dass leicht intramuskuläres Fett eingewachsen ist ins Fleisch und deswegen bleibt es beim Braten viel saftiger und zarter. Hört sich gut an. Ich nehme das für 4 bis 6 Leute, bitte. Okay. 1,5 Kilo, perfekt.